Forensik mit Linux, mit Open-Source-Mitteln allgemein. Ich verfolge da eine durchaus politische Agenda, dass ich mir sage, eben wir wollen Open-Source generell einsetzen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage natürlich, ja, passt denn das eigentlich zu dem Gebiet IT-Forensik? Oder erzwingt das Gebiet IT-Forensik irgendwie partout mit Closed-Source eben umzugehen? Die Antwort darauf wird weder Ja noch Nein sein. Es gibt einzelne Arbeitsbereiche in der Forensik, wo Closed Source einfach eingesetzt wird. Da gibt es naheliegende Gründe für und auch ein bisschen ferner liegende Gründe. Naheliegender Grund wäre zum Beispiel, wenn die Polizeien ein Handy eben auslesen wollen, dann überwinden sie damit Verschlüsselungen, die halt auf den Handys angebracht werden. Und wenn ich einen Open-Source-Mechanismus offengelegt hätte, eben, was das echte Überwinden eben einer Zugangssperre angehen würde, wäre das zum einen in der Diskussion eben mit dem Hacker-Paragraphen, wenn ich das breit verbreiten würde, die Kenntnis davon, wie man dort einbrechen würde, wäre das ein Problem. Und ich hätte auch einen Aspekt aber eben da drin, dass im Augenblick natürlich so eine, das Ausnutzen einer solchen Lücke eben wirtschaftlich auch einfach noch attraktiv ist und natürlich die Hersteller dann in dem Augenblick das Interesse haben, diese vorhandenen Sicherheitslücken eben auch noch monetarisieren zu können. Das heißt, die Polizeidienststellen gehen den einfachen Weg, kaufen sich eben die nötigen Lizenzen dafür eben ein. Und wir sind dann allerdings bei einem ganz typischen Beispiel, warum eben dort dann Open Source nicht eingesetzt wird. Die Idee, dass das eben wirtschaftlich weiter genutzt werden kann von den Erstellern dieser Software. Das ist ja dann durchaus erstmal nachvollziehbar eben zum Beispiel. Also ich will aufzeigen, auch ein bisschen an ein paar Arbeitsgebieten eben, wo wir letztendlich damit leben müssen, ein Stück weit, dass es eben Closed Source gibt. Aber ich möchte natürlich eben in der Tat die Lanze dafür brechen, eben in der IT-Forensik eben auch ein bisschen mehr Open Source eben noch einzusetzen. Ich bin da sicherlich selber auch primär mit Open Source Werkzeugen unterwegs, habe allerdings auch den Luxus aufgrund meines eingeschränkten Arbeitsgebietes, was ich in der IT-Forensik alltäglich bearbeite, dass ich mir da praktisch den Luxus leisten kann, eher eben nur Open Source Software halt einzusetzen. Das treibt mich so ein bisschen hierher. Und jetzt können wir ganz kurz mal, das hätte jetzt besser klappen sollen. Ja, genau. Who am I? Einmal kurz eine Vorstellung von mir. Ich habe Informatik an der Uni Hamburg ganz normal studiert, war so ein ewiger Student, habe mich damals schon selbstständig gemacht und das zog sich auch Jahre hin und ich bin am Ende rausgeschmissen worden mit dem Bachelor. Habe lange Zeit eine Quintalog Systemhaus GmbH geleitet. Wie der Name schon sagen sollte, das war dann auch durchaus Programm eben Systemhaus für insbesondere Softwareumgebungen für Rechtsanwälte, Steuerberater. Und daraus ist so ein bisschen meine Verknüpfung mit dem Bereich eben auch der IT-Forensik entstanden. Das treibt mich so ein bisschen eben hierher. Werkzeuge, die wir damals eingesetzt haben, die kamen im Wesentlichen aus dem Studium heraus, vielleicht tatsächlich. Also da gab es tatsächlich eine akademische Verknüpfung, dass man mit Unix-Systemen eben auch aufgewachsen ist und dann deswegen eben auch mit Linux zu dem damaligen Zeitpunkt in den 90er Jahren, wie Linux eben auch entstanden ist, damit dann eben auch mit konfrontiert wurde. Also wir sind nicht irgendwie tief, weder ich noch weitere Mitarbeiter eben von Quintalog waren nicht tief damit verheiratet, wirklich Linux mitzuentwickeln oder so. Aber wir haben es eben als Arbeitsmittel relativ frühzeitig eben mit entdeckt für uns. So. Ja, ich habe die Firma 2015 verkauft und danach war ich eben und bis heute eben IT-Consultant, nur noch selbstständig dann wieder. Bilde relativ viel aus, auch in dem Bereich IT-Forensik.
Ja, und mache jetzt eben normalerweise Consulting für Rechtsanwälte allgemein, eben Steuerberater. Und was halt für mich neu hinzugekommen war und für mich die Brücke war Richtung IT-Forensik, war halt, dass wir uns zunehmend um Insolvenzverwalter gekümmert haben. Ich habe hier immer nur die männliche Form drauf. Ich sitze hier gerade auch vor einem männlichen Publikum. Nichtsdestotrotz, ich meine natürlich die Frauen an jeder Stelle eben mit. So, das ist sprachlich, steckt das bei mir drin, dass ich mich möglichst einfach ausdrücken möchte. Das führt so ein bisschen dazu, dass auch die Folien eben nicht die weibliche Form dann irgendwie mit beinhalten. Ist immer generisches Maskulinum gemeint. Okay. Was hat mich hier weitergetrieben? Die Insolvenzverwalter, die dazugekommen sind und die wiederum springen halt der Klientel Rechtsanwälte, Steuerberater tatsächlich auch. Das ist eine Professionalisierung in den 90er Jahren gewesen, dass man gesagt hat, ein Insolvenzverwalter ist nicht irgendjemand, sondern ist typischerweise eben ein Rechtsanwalt. Und das führte mich eben praktisch dadurch, dass meine GmbH vorher halt schon für diese Klientel halt ja, gearbeitet hat, dann eben dichter an die IT-Forensik ran, dass man eben den Insolvenzverwaltern zuarbeiten würde. Daraus resultiert so ein bisschen das, was ich alltäglich eben auch mache, ist nur ein Teilbereich der IT-Forensik. Alltäglich werde ich zum Beispiel eben nicht das, was gestern beschrieben wurde, alltäglich machen, Malware analysieren. Das kommt schon gelegentlich mal vor, aber ist eben absolut nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Das Typische ist für mich, dass ich Medien eben aufgreife, dass ich Umgebungen aufgreife, die in insolventen Unternehmen eben vorkommen und die wiederum den Rechtsanwälten halt zuliefere. Und das ist ein Aspekt, der vielleicht in der IT-Forensik bei Ihnen nicht unbedingt sofort vor Augen eben ist. Es kommt gar nicht drauf an, unbedingt diese Datenträger dann unbedingt gerichtsfest zu haben, bis zu einem Gerichtsverfahren eben heranzubringen. Und das, was man klassisch vor Augen hat oder so, der Datenträger darf sich um Himmels Willen nicht verändern, weil dann ja ein Richter nicht mehr diesen Gegenstand irgendwie berücksichtigen würde oder so. Da läuft viel im vorgerichtlichen Raum einfach ab. Nicht nur bei mir, auch nicht nur bei den Insolvenzverwaltern, aber eben auch über das gesamte Gebiet hinweg. Die Bedeutung eines einzelnen Beweismittels, die ist nicht so ultimativ und die geht nicht so ultimativ kaputt, nur weil wir eben den Gegenstand angefasst haben. Sicher gibt es in der IT-Forensik, und da wurden auch in den ersten Jahren Intensivverfahren auch entwickelt, auch darum, Datenträger zum Beispiel eins zu eins replizieren zu können. Aber wenn dabei dann Änderungen auftreten, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese Änderungen vielleicht auch dokumentiert werden, nachvollzogen werden, ja, und dann das Beweismittel seinen Wert auch durchaus behält. Das liegt dann in der Anschauung der Richter. Oder es kommt überhaupt nicht dazu, und das ist eben das, was bei mir eben alltäglich ist, die Insolvenzverwalter, die brauchen lediglich mein Beweismaterial, um dann nach echtem Geld zu suchen, beispielsweise. Naja, und das echte Geld ist dann irgendwohin überwiesen und dann gibt es dafür gute Gründe, dass es dahin überwiesen ist. Und das, wenn ich das aufgezeigt habe und gefunden habe, sozusagen, hat sich das Ganze erledigt. Also dann kommt es überhaupt nicht dazu, dass meine Beweisstücke im Prinzip jetzt, ja, mit einer Hash-Summe zwingend irgendwie nachgewiesen werden müssen, dass die unverändert sind, sondern einfach dann gilt am Ende eigentlich nicht mein Beweisstück, sondern schlicht das Beweisstück, das Geld, ne? So kann man sich das dann eben anschaulich mal vorstellen. Also, das treibt mich so ein bisschen alltäglich eben eher um. Was will ich heute mit Ihnen ansprechen? IT-Forensik, was ist das überhaupt? Welche Kerntätigkeiten, Abläufe gibt es darin? Da gibt es eben auch das Beweismittel eben frühzeitig duplizieren. Wir haben digitale Beweisstücke, die könnten kaputt gehen. Wenn wir digitale Kopien machen, haben wir die Idee,
dass das eine 1-zu-1-Kopie ist. Ich werde das ein bisschen erschüttern, so an der Stelle. Wir haben da auch Abläufe drin, wo man ganz schnell sehen wird, dass es sich nicht nur um eine Wissenschaft handelt, sondern eben auch um ein praktisches Arbeitsgebiet. Die Abläufe sind nicht hundertprozentig sicher. Es wird immer bestimmte Fälle geben, wo man eben doch mal ein Beweisstück eben nochmal wieder anfasst, zum Beispiel. Werde ich auch recht schnell drauf kommen. Ja, dann werde ich, wie gesagt, dachte ich mir zumindest, rausarbeiten, warum Open Source? Was für einen Vorzug hat das Ganze? Welche Werkzeuge setzen wir tatsächlich auch ein? Ein ganz bisschen für jeden, je nach Ihrem einzelnen Hintergrund, eben auch ein Verweis auf Programmnamen. Wir werden nicht im Einzelnen, sonst wäre diese Veranstaltung hier ein paar Stunden lang, jedes einzelne Tool uns angucken können. Das bitte ich jetzt schon zu entschuldigen. Nehmen Sie meine Folie eher dann eben als Stichwortsammlung, um dann selber eben zu Hause mal nacharbeiten zu können, nachschauen zu können, welche Tools gibt es denn überhaupt, wenn es Sie dann eben interessiert, tatsächlich. Ja, wie ich schon einleitend sagte, warum nicht, warum keine Open Source, werde ich ein paar Punkte eben rausarbeiten. Und meine Idee ist, innerhalb dieser 50 Minuten soll dann auch noch ein Ticken praktische Vorführung möglich sein, Fragen, Diskussion, wobei ich Sie ausdrücklich bitten möchte, schon vorweg Fragen zu stellen. Also gerne während meines Vortrages mich unterbrechen und mir direkt eine Frage stellen. Ich wiederhole sie dann entsprechend und dann versuchen wir uns daran eher zu orientieren. Ich bin nicht mir zu schade, ich möchte den Vortrag nicht unbedingt bis zum Ende durchbringen, sondern wenn wir sagen, nach den 50 Minuten ist die Zeit halt um, ist es auch okay. Habe ich da kein Problem mit. Die Folien werde ich zur Verfügung stellen, wie es halt so üblich ist, und von daher kann auch jeder den Vortrag bis zum Ende sozusagen nochmal nacharbeiten, wenn dem so wäre. IT-Forensik, eine Definition. Man tut sich schwer damit. Es gibt gar keine richtige offizielle, in Anführungsstrichen, Definition. Sicherlich auch dem geschuldet, dass das Gebiet, Arbeitsgebiet IT-Forensik weltweit eben auch auftritt und durchaus unterschiedlich auch interpretiert werden kann. Jetzt eben, wenn wir so vergleichen, europäischer Raum und zum Beispiel USA dann eben dagegen setzen. Allgemein versteht man tatsächlich noch darunter wissenschaftliche Sicherstellung und Auswertung von digitalen Systemen. Also allumfassend verstehen wir das. Digitale Systeme sind eben nicht nur mehr klassisch die PCs, die das sicherlich als Ausgangsbasis eben genommen haben, alleine von der Masse der Arbeitswerkzeuge her, sondern heutzutage natürlich auch die Handys. Haben wir noch exotische andere Dinge, die wir mit analysieren sollten? Schmeiße ich mal in die Runde hier. Ja, bitte. Ja, also IoT-Devices ist die Anregung. Heutzutage modern, nicht? Klar, alles was Daten erzeugt, Daten sammelt, nicht? Wäre dann tatsächlich auch in der Lage, natürlich auch bearbeitet zu werden vom Forensiker und mit ausgewertet zu werden. Na klar. Nicht? Was naheliegenderes in der Büroumgebung, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne in Gewerbebetrieben. Ja. Genau, Drucker, Scanner, alles das, was auch noch weiter Daten erzeugt. Ne? Im Prinzip ein altes Faxgerät, wenn es denn schon so neu ist, dass es ein Speicherfax ist. Ne? Da würden mich diese Speicherbausteine eventuell auch schon interessieren. Genau. Fahrzeugdaten. Ja, geht so in die Richtung IoT, Mobile, jetzt komme ich nicht, also Fahrzeugdaten, ich greife es nochmal auf, dass es im Stream drin steht. Ja, okay, also vor allen Dingen eben so eine typische klassische Sache wie Laserdrucker eben, die beliebig große Speicher eben dann auch aufweisen und die für mich persönlich jetzt tatsächlich auch sehr interessant sind, weil ich mir sage, an den Stellen, wo tatsächlich ein Geschäftsführer eines dann insolventen Unternehmens versucht hat, Datenbestände vor
einer Verfolgung sozusagen in Sicherheit zu bringen, hat er bestimmt vergessen, eben auf so ein Medium eben drauf zu gucken. So, also da stürze ich mich mit Freude sozusagen drauf, auch wenn die Qualität der Daten dann vielleicht nicht mehr optimal sind. Die Dokumente sind ja dann vielfach überschrieben wahrscheinlich auf diesem Datenträger. Der Datenträger ist ja nicht tatsächlich dafür speziell eingerichtet, möglichst lange in die Vergangenheit die Druckaufträge eben nochmal zu bewahren, sondern hat halt eher die Idee, naja, ich will ja schnell nur einfach ausdrucken und danach darf ich es wieder vergessen. Aber die Hersteller bauen halt tatsächlich 200, 300 Gigabyte große Festplatten, haben die in der Vergangenheit eingebaut. Im Augenblick machen sie auch den Schwenk mit den SSDs. Da liegt fehlerhafterweise, kann man jetzt sagen und einschätzen, eben ein großer Datenschatz. Und den möchte ich halt im Einzelfall heben, halt dann eben auch. So, das geht schon. Genau. Wir haben hier die in der Definition zum Beleg von illegalem Agieren von Menschen, da tun sich die meisten Definitionen wirklich schwer. Nicht? Also brauche ich Forensik eben, für welche Zwecke brauche ich das? Das, was der eine illegal eben einstuft, ist für den anderen ganz normales Tun irgendwie. Da gibt es eine Verbindung, das ist auch nicht mehr dann die Wissenschaftlichkeit, sondern die Festlegung eben, welche Gegenstände ich zum Beispiel angucke, ob derjenige ein Beschuldigter ist, ob er gar schon ein staatlicherseits Verfolgter ist, eben, das überlasse ich anderen. Also mir werden die Datenträger zugetragen und ich hole sie mir auch aktiv aus den Betrieben eben raus. Ich entscheide aber nicht darüber, ob irgendjemand dann hinterher dafür verfolgt wird oder nicht verfolgt wird. Ne? Sondern das, da soll meine Objektivität im Prinzip nur im Raum stehen. Ich soll alle Datenträger nach Kräften eben auswerten. Die Idee bei der Wissenschaftlichkeit wäre zum Beispiel, sie vollständig auszuwerten, also alle Spuren zu finden. Das ist ein Anspruch, der ist auch gar nicht leistbar. Ist absehbar. Ne? Ist ein akademischer Anspruch, kann man so aufstellen, kann man gut drüber nachdenken. Ist nicht leistbar, wenn man sich nur einen klassischen Windows-PC vorstellt mit einer nur 32 Gigabyte SSD dann, nur ein kleiner Büro-PC, schon kleinstmöglich ausgestattet. Sie wissen, eher so eine 500 Gigabyte Platte oder eine 256 Gigabyte SSD ist eher so die normale Größenordnung, die man heutzutage hat. Die ist nicht vollständig auswertbar, dass ich mir jedes Dokument als Mensch einzeln angucken könnte. Überhaupt nicht leistbar. Hunderttausende Dokumente, die da drauf sind. Ich kann sicherlich eine Suche machen nach Suchworten, ich kann einen zeitlichen Verlauf eben aufbauen, aber der Anspruch, der wissenschaftliche Anspruch, alle Daten wirklich darauf zu finden, den kann ich als Forensiker beim besten Willen nicht erfüllen. Das wird absehbar sein. Ja. Okay, sie umfasst sowohl Analyse von Vorfällen mit dem Hilfsmittel IT als auch Straftaten, die spezifisch gegen IT-Systeme gerichtet sind. Damit meine ich eben, wir haben sowas wie Ransomware-Angriffe, die ich nachträglich eben analysieren möchte, bei denen ich herausfinden möchte, wer wurde eigentlich angegriffen. Klar. Aber wer hat angegriffen? Das ist dann das Interessantere. Wie ist das da reingekommen? Wir haben ganz häufig Innentäter, bei denen also dann jemand sich sagt, okay, normalerweise würde ich keinen Doppelklick drauf machen auf die Malware eben. Ne? Jetzt mache ich das einfach mal absichtlich. Und wir wollen dann später nachvollziehen können und auch unterscheiden können, hat derjenige das eigentlich, die Entscheidung darüber fällen wieder andere. Hat derjenige das absichtlich gemacht? Hat er das tatsächlich aus Paddeligkeit gemacht? Ne? Macht einen großen Unterschied in der internen Bearbeitung im Unternehmen. Das ist ein etwas anderer Fokus als das, was gestern bei Incident Response und bei Malware-Analyse eben ausgebreitet wurde, dargestellt wurde. Da geht es um die Spuren am Rande dann irgendwie. Also sehe ich in einer History, dass dieses Dokument zu einer bestimmten Zeit geöffnet wurde. Darum ging es gestern im Vortrag zur Malware-Analyse nicht.
Da hat man einfach gegeben, hingenommen. Ne? Die Malware gab es schon. Da hat jemand offenkundig einen Doppelklick drauf gemacht. Für mich ist eher interessant drumherum, ja, aus welchem Grunde? Wie ist das Dokument da drauf gekommen? Wer hat dann den Doppelklick gemacht sozusagen? Das versuche ich eher nachzuvollziehen, alltäglich in der IT-Forensik. Ja. Und am Ende behaupten wir auch noch, gegenüber technisch weniger Versierten. Das gehört ganz klar in dieses Gebiet IT-Forensik rein. Ich muss hinterher Anwälten erklären können, was hier eigentlich vorliegt, wie viel oder wenig Beweiswert sie diesem einzelnen Dokument beilegen wollen. Der ein oder andere grinst. Was auch daran liegt, eben, dass man möglicherweise mutmaßt, dass Rechtsanwälte besonders wenig IT-Verständnis haben, oftmals. Nicht alle, zweifelsohne, ne? Aber viele eben. Und das ist auch nicht deren Job. Es ist unser Job, und da, so verstehe ich das eben in der IT-Forensik, unser Job darzulegen, eben, wie beweiskräftig eigentlich die einzelnen Spuren eben auch sind. Und auch so Vergleiche eben in die Alltagswelt zu ziehen, dass es tatsächlich auch für einen Richter dann eben letztendlich und im Einzelfall eben auch plausibel ist, warum dieses Dokument eben angeblich einen bestimmten Beweiswert eben dann auch hat. Ja. Also das Präsentieren ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit einfach auch. Das möglichst anschaulich zu machen und eben bei jeder Vereinfachung, die man dann eben auch aufbringt, trotzdem eben den richtigen Eindruck im Kopf des Richters sozusagen auszulösen. Das ist schwierig. Ja. Und vielleicht auch nicht jedes Mal meine Intention, weil das ist eben auch noch eine Überlegung, wenn es im vorgerichtlichen Bereich ist, dann geht es eher darum, dass Rechtsanwälte zum Beispiel erstmal robust auftreten wollen gegenüber der gegnerischen Partei. Erstmal sagen wollen, wir haben alle Beweise. Na? Und ich als IT-Forensiker sitze dann daneben und grinse mir eins und sage mir, ja, wir haben beträchtliche Zweifel an unserer Meinung, aber oh je. Wir treten entsprechend robust auf. Ne? Als Sachverständiger würde ich dann in dem Augenblick hoffen, dass ich nicht gefragt würde, dass meine Meinung gar nicht am Ende wirklich nochmal ja, erhärtet gefragt würde. So. Okay, Rechtslage. Wie ist die Rechtslage in Deutschland? Das füge ich nochmal hier mit ein. Worauf ich jetzt schon ein wenig rumgeritten habe, es gibt eine freie Beweiswürdigung durch Richter. Unabhängig davon, dass wir ganz viel im vorgerichtlichen Bereich sind, selbst wenn Dinge eben zum Richter kommen, dann spielt es nicht so essentiell eine Rolle, dass der Datenträger eben unverändert ist. Das ist in Wirklichkeit gar nicht der Punkt. Der Richter darf eine Spur, die von einem Polizisten sozusagen verseucht wurde, durchaus eben als authentisch annehmen. Er muss es plausibel halten, er muss eine Veränderung, die darauf auf dem Datenträger stattgefunden hat, für plausibel halten und dann ist das in Ordnung. Also eine Festplatte, die runterfällt, ein Headcrash hat, deswegen kann ich nicht mehr die Festplatte im Ganzen auslesen. Deswegen hat sie natürlich nicht mehr den gleichen Hash-Wert. Wird nicht jedem hier was sagen. Eine Prüfsumme, die ich über das gesamte Medium eventuell ziehen kann, die wird sich natürlich immer ändern, weil einzelne Blöcke jetzt zunehmend nicht mehr auslesbar wären. Ja? Gleiches kann auch bei modernen SSDs vorkommen. Erst recht normale, billige Flash-Medien, ich denke an sowas wie einen USB-Stick, ne? Die haben eine lausige Fehlerkorrektur. Da kommt es einfach dazu, dass ich den Datenträger nicht vollständig zu 100% ausgelesen kriege. Das spielt in der Anschauung des Richters in dem Augenblick keine essentielle Rolle mehr, wenn er nachvollziehbar von mir aufgezeigt bekommt, wie sich der Datenträger eben geändert hat, warum der sich von A nach B verändert hat. Und dann darf er den Beweisstücken, die da drauf sind, trotzdem noch
glauben, in Anführungsstrichen. Wer bei CSI in amerikanischen Filmen was anderes gesehen hat, in Deutschland zumindest, ich spreche nicht über das amerikanische Rechtssystem, da ist das auch nicht so im Detail, ne? Aber im Deutschen steht einfach drin, zivilrechtlich gibt es einen Paragraphen 286, freie Beweiswürdigung durch den Richter. Wenn der der Überzeugung ist hinterher, dass er diesen Spuren glauben darf, auch Zeugenaussagen eben glauben darf, dann macht er das einfach, platt gesagt. Und beim Strafrechtlichen gibt es was Ähnliches. Da gibt es, wenn überwältigende Gegengründe irgendwie vorliegen, die Einschränkung, dass dann ein Richter sich nicht völlig frei entscheiden darf, sozusagen. Ja? Aber im Großen und Ganzen eigentlich auch. Deswegen habe ich so geschrieben, aber auch weitestgehend eben. Also auch im strafrechtlichen Bereich wäre es das. Was ganz interessant für mich wäre, wäre der Hacker-Paragraph. Darf ich denn überhaupt den Leuten hinterher spüren? Was meinen Sie? Einmal so in die Runde. Darf ich als IT-Forensiker überhaupt den Personen hinterher spüren eben? Darf ich deren Unterlagen eben wieder einsammeln? Jemand hat Nein gesagt. Mit Genehmigung. Ja, wer kann mich beauftragen? Da wären wir aus dem Thema Datenschutz, ne? Ich greife das da mit auf, verwurstel das da mit drin, was die Frage eben klären würde. Wer gibt mir dafür die Genehmigung? Ja, wäre tatsächlich möglich, ne? Also tatsächlich die Staatsgewalt, ne? Ein Staatsanwalt würde dann eben entsprechend etwas anfordern und dann die richterliche Entscheidung eben abwarten und das dann mit mir zusammen eben umsetzen. Das ist möglich, ja, genau. Aber ich habe ja vom vorgerichtlichen Raum auch gesprochen. Bei meinen Insolvenzverwaltern ist es im Prinzip so, dass wir den alten Geschäftsführern etwas nachweisen wollen und der aktuelle Geschäftsführer ist dann der Insolvenzverwalter. Das heißt, an der Stelle würde mir natürlich systematisch der alte Geschäftsführer das untersagen. Ist ja klar, ne? Aus eigenem Interesse. Ist ja logisch. Und die einfachste Nummer ist, ne, zu rufen, es ist Ihnen doch wohl klar, wenn Sie jetzt hier an den Gegenständen weiterarbeiten, dass ich Sie dann verklagen werde. So. Ja? So einfach ist das ja nicht, weil Sie hier um Daten und Eigentum der juristischen Person. Ja. Da entscheidet der aktuelle Geschäftsführer, also der Insolvenzverwalter, und da kann der alte Geschäftsführer nicht mehr gegen machen. Genau. Genau, darum geht es. Ne? Die Eigentümerschaft dieser, ich greife das nochmal auf, die Eigentümerschaft dieser Daten liegt im Besitz der neuen Firma, möglicherweise des Insolvenzverwalters, vielleicht auch noch im Besitz der Eigentümer, die dann noch andere sind als weder der alte Geschäftsführer noch der neue Geschäftsführer, aber die stimmen natürlich diesem Verfahren dann auch durchaus zu. Ja? Das heißt, es würde sich ganz klar abschwächen auf die Frage, Datenschutz, sind da persönliche Daten drauf? Darüber könnte man gesondert nochmal wieder diskutieren. Ja? Es gäbe, also das Smartphone von dem, ja, nochmal? Das weiß man eventuell. Ich weiß das nicht vorher, das ist richtig. Und der Geschäftsführer, der alte Geschäftsführer, würde mir sagen, wenn ich sein privates Handy zum Beispiel schnappen würde, natürlich sind da Privatdaten drauf, ne? Dann gehe ich in das Risiko, tatsächlich, dass er mich wegen des Eindringens in seine privaten Daten möglicherweise irgendwann belangen könnte. Es wäre trotzdem darum gehend, dass ich eigentlich jetzt erstmal meine Datenbestände eben zusammenfasse, weitergebe im Verfahren, ich verkaufe sie ja auch nicht an Dritte oder so, ja? Sondern ich nutze sie dazu, eben Beweisspuren dann eben ja, schlicht und einfach sicherzustellen, für Dritte wieder zur Verfügung zu stellen, die ein berechtigtes Interesse haben. Also ein Richter, wenn wir es so überspitzt eben betrachten. Ne? Oder der Anwalt, der jetzt die Gesellschaft eben auch vertritt. Und das Typische ist also, dass da sehr gerne damit gedroht wird. Natürlich ist nach Datenschutz es nicht erlaubt, eben darauf zuzugreifen. Aber wenn wir genauer drauf gucken, eben geht es darum, tatsächlich
Firmeneigentum und die Daten sind tatsächlich der Firmeneigentum dann, platt gesagt. Jetzt, ich verkürze das auch ein bisschen an der Stelle, ist ein bisschen ungenau, wie ich mich jetzt ausdrücke, diesen eben für tatsächlich die Berechtigten eben zu verwalten. So darf man das dann eher sehen. Bitte. Jetzt wird aber nun mal so ein Büro eines ehemaligen Geschäftsführers, was auch mal ausgeräumt, nun findet man USB-Sticks, Festplatten, wo im Prinzip nichts draufsteht. Wie verhält es sich denn mit solchen Sachen? Betrachtet man das grundsätzlich das, als Firmeneigentum? Ja. Ich meine, die sind ja, haben ja nicht immer besonders die große sicherheitstechnische Flughöhe, die werden vielleicht nicht verschlüsselt sein oder so. Das sind ja möglicherweise sehr interessante Daten. Ja. Ja, also ich greife die Frage nochmal auf, dass es im Stream wieder drin steht eben. Was ist mit Datenträgern, die in der Firma gefunden werden, aber nicht gesondert gekennzeichnet sind, wo gar nicht klar ist, ob die Privatbesitz des alten Geschäftsführers sind oder eben zur Firma gehören? Naja, da kann man tatsächlich ein bisschen grobschlächtig vorgehen und sagen, was hat der alte Geschäftsführer denn an Privateigentum plötzlich in seiner Firma eben zu lagern? Ja, wenn die Firma ihm gar nicht gehört, machen wir da tatsächlich ein spezielles Fass auf und sagen halt simpel, entweder gibt es einen Beschluss noch über Polizei durchgesetzt letztendlich, dass man auch solche Mittel eben einfach mit einsammelt, oder ich trete auch entsprechend erstmal robust auf und sage halt einfach, alles was in der Firma ist, in den Räumlichkeiten drin ist, da gehe ich davon aus und der neue Geschäftsführer darf davon auch ausgehen, dass das Firmenbesitz ist. Ja, und dann soll uns erstmal der alte Geschäftsführer nachweisen, dass dieser Gegenstand nicht dem unterliegt. Und währenddessen gucke ich ehrlich gesagt schon drauf. Auch, ja? Auch im weiteren Verfahren tatsächlich so. Da gibt es auch Räume, wo man dann sagen könnte, ich unterliege natürlich nicht dem wildfreien Raum. Ja? Also im Einzelfall kann es sein, dass ich hinterher verklagt würde. Das kann grundsätzlich passieren. Ne? Das ist mein Lebensrisiko und dagegen habe ich eine entsprechende Haftpflichtversicherung wiederum, die dann an der Stelle eingreift eben dann. Ne? Ja. Warum kann ein Datenträger, soll man ja auch grundsätzlich vorsichtig sein? Was ist, wenn der alte Geschäftsführer da möglicherweise Malware-Bomben da reingepackt hat? Und ja. Naja, sich Mechanismen auch ausgedacht hat, ne? Eben Counterforensik habe ich diesen Begriff habe ich vor Beginn des Vortrags schon mal eingeschmissen. Gegenmaßnahmen gegen forensische Analyse. Durch die Auswahl meiner Mittel sollte ich darüber stolpern. Dann habe ich Glück sozusagen. Ja? Rein philosophisch eher schon betrachtet, kann ich meine Maschinen nicht wirklich effizient dagegen schützen. Also es gibt dann immer die Möglichkeit, das grundsätzlich eben auch in dem Verfahren Betrachten eines JPEGs eben auch im Hintergrund sozusagen etwas aufgrund dieser Datenstruktur eben auch Bösartiges ausgeführt würde. Ne? Rein theoretisch wäre dieses Risiko da. Praktisch vermeide ich das dadurch, dass ich eben eine sehr ausgewählte Anzahl von Produkten eben nehme und das in meinem Lab eben auch klar, es sichere Zonen gibt. Also würde so etwas passieren, würde ich nicht andere Datenträger mit verseuchen oder so, würde das in einer sehr abgeschotteten Umgebung eben nur stattfinden. Da macht man heutzutage sehr viel mit Virtualisierung. Ein oder andere von Ihnen wird wissen, auch Virtualisierung lässt sich grundsätzlich überwinden. Natürlich, wann immer wir von Software sprechen, eben, ne? Hardware nicht viel anders. Hinreichend intelligente Systeme lassen sich auch grundsätzlich angreifen und auch grundsätzlich überwinden, halt so. Ne? Aber wir verschieben diesen Punkt einfach zu einer Stelle, wo das nicht mehr auftreten wird. Und das sind die banalen Maßnahmen eben. Ich mache eben ein Doc-Dokument nicht mit Makroausführung auf. Ja, also jetzt wirklich ganz praktisch gesprochen. Und deswegen schütze ich mich davor und mit diesem Mechanismus schütze ich mich im Einzelfall eben davor, dass ein Virus eben auch tatsächlich tätig würde oder Trojaner wird man ja da heutzutage drin haben dann. Also das schränkt ja, diese Gefahr durchaus ein. Genau. Ich habe hier unten noch so einen kleinen Haken dran, GOB.
grundlagenordnungsgemäßer Buchhaltung, mehrfach umbenannt eben, Vorschriften, die die Finanzbehörden entwickelt haben, die normalen Unternehmen eben auferlegen, sowas wie triviale Forderungen wie doppelte Buchführung und dass sie eben kein Geld auch rausgeben dürfen ohne Beleg oder so. Ne? So was ganz, ganz Naheliegendes. Während der Corona-Zeit haben Sie mal kurz diesen Aufschrei der Bevölkerung erlebt, wo es darum ging, Bäcker mit Registrierkassen auszustatten irgendwie. So. Das ist für mich. Das hilft mir sozusagen. Ja? Glauben Sie nicht, dass dann das ein Geschäftsführer davon abhält, Geld in falsche Kanäle zu übermitteln. Natürlich rüstet der dann entsprechend auf und der denkt sich auch Verfahren eben aus, wie er Geld von einer Gesellschaft in die andere überträgt und die eine insolvent gehen lässt und die andere in Saus und Braus weiterleben lässt. Ja, durchaus. Aber die Buchhaltungspflichten, die es ganz formal gibt und die auch laufen, während die Betriebe eben noch aktiv sind, die spielen mir praktisch rein. Ich finde immer, wenn das Unternehmen nicht ganz klein ist zumindest, eben nachvollziehbare Strukturen erstmal vor und kann dann die Ist-Lage praktisch mit diesen nachvollziehbaren Strukturen auch vergleichen. Und das gilt eben auch für jeden Wirtschaftsprüfer, für jeden Steuerprüfer sozusagen, der über Sie herfallen würde, was Sie vielleicht als Szenario irgendwie im Kopf haben, ja, der ist berechtigt, wenn Sie einen Betrieb führen eben, bereits auf ordnungsgemäß installierte Schnittstellen eben, IDEA wäre da ein Stichwort, zuzugreifen. Das heißt, Ihre Buchhaltungssoftware ist bereits muss dafür vorbereitet sein, auf diese Datenbestände bereits so zuzugreifen, wie auch ein Forensiker sie auswerten würde. Das ist ganz interessant. Ja? Also kleine Firmen, kleine Betriebe halten sich schlicht nicht dran, möglicherweise. Ja? Da habe ich dann vielleicht mehr Aufwand. Aber wenn das Unternehmen größer wird, dann gibt es da tatsächlich auch systematisch eine Vorbereitung von Forensik, könnte man jetzt eben auch sagen. Das ist ganz schön. Ja. Was man allgemein in der IT-Forense kennt, ist ein bestimmtes Modell, dieses SAP-Modell, hat nichts mit der Software-Klitsche zu tun. Secure Analyze Present, relativ einfach, ne, logisch. Einfach nur die plausible Annahme, ich muss erstmal meinen Gegenstand irgendwie sicherstellen, bevor ich ihn analysieren kann, weil bei dem Sicherstellen würde ich ihn fixieren, beim Analysieren würde ich neue Datenstrukturen wieder generieren, die den alten eben dann tatsächlich im Einzelfall sogar widersprechen könnten. Das heißt, ich muss ihn erstmal dingfest machen, klingt absolut logisch irgendwie. Bei der Analyse verändere ich vielleicht die entstehenden Datenstrukturen und ich möchte natürlich immer noch auf den alten Datenträger wieder zugreifen können oder den alten Zustand des Datenträgers. Die Idee ist dahinter, der IT-Forensiker wird immer erst eine Sicherstellung machen und dann eine Analyse. Wir werden das gleich sofort wieder erschüttern mit der nächsten Folie. Das ist das wissenschaftliche Modell. Das ist die Idee dahinter, ne, dass ich das so mache. Und am Ende eben präsentiere, hatte ich ja auch schon mal kurz angesprochen. Da gibt es genügend Fälle, bei denen das einfach nicht funktioniert. Ideen? Also wo würde das nicht gehen? Dass ich erst einen Gegenstand sicherstelle, digital repliziere, also Sicherheitskopien, platt gesagt, davon eben mache und erst danach in der Analysephase eben eintrete. Ja, bitte. Man hat eine verschlüsselte Festplatte, die ist aber, der Computer ist hochgefahren, entsperrt. Mhm. Und wenn man jetzt ein Image von der Festplatte machen würde, dann wäre das halt verschlüsselt. Ja, genau. Ne? Wenn ich einfach nur mit der Keule in den Betrieb gehe, die PCs praktisch ausschalte in dem Augenblick und dann von dem verschlüsselten Datenträger eine Kopie machen würde, dann hätte ich zwar eine 1:1 Kopie, aber sie würde mir nichts mehr bringen. Das weiß ich natürlich auch. Und ehrlich gesagt, das werden Ihre Konkurrenten auch wissen, sozusagen. Nicht? Also wenn der Steuerprüfer vor der Tür steht, der wird heutzutage nicht mehr alle Datenträger ausschalten. Das heißt, Ihre Strategie
vor dem Vortrag kurz geäußert, irgendwie, ich verschlüssel meine Dateisysteme. Ja, das wissen auch inzwischen die Forensiker, dass das passiert, ne? Und dass, wenn das angemessen gemacht wird, ist tatsächlich die Hürde erheblich höher, ne? Das noch zu knacken. Brutal Force ist möglich, ja, aber kostet tatsächlich nicht nur Rechenzeit, sondern ist im Einzelfall auch einfach nicht bezahlbar, wenn es in die Arbeitszeit des Forensikers eben zum Beispiel auch geht. Und deswegen würde man sagen, na, besser wäre es doch, wenn ich den Gegenstand unverschlüsselt in die Finger kriegen könnte. Ja? Das ja, ist dann auch unser Ansatz eben und auch der Ansatz der Polizeien eben. Wenn ihr mobiles Gerät eine gute Verschlüsselung aufweist, dann wird irgendwann im Verlauf, wenn sie tatsächlich eben einzelnen Straftaten jetzt ihnen vorgeworfen wird, einzelne Straftaten begangen zu haben, dann wird irgendwann im Verlauf des Verfahrens der Polizist mal auf sie zukommen und sagen, rufen Sie doch bitte mal Ihren Anwalt an, weil dann tippen Sie die PIN schon mal ein, damit entschlüsseln Sie Ihr Gerät und anschließend wird Ihnen das Gerät halt weggenommen. Ne? Ist das erlaubt? Ja, darüber kann man dann später diskutieren. Ja? Ob das erlaubt ist. Aber das ist der weiche Weg sozusagen. Ne? Das, was man vor Augen hätte eigentlich, Brutal Force, irgendwie Angriff auf aktuelle Verschlüsselungen, das brauche ich nicht unbedingt machen. Ja? Als Forensiker. Vielleicht gehe ich einfach diesen weichen Weg. Und genau der war jetzt hier eben auch intendiert, mit dem eingeschalteten PC eben. Ne? Es ist völlig in Ordnung, dass ich als Forensiker einfach wach in den Betrieb gehe, dann mit den Mitarbeitern dort eben auch spreche, was für Passworte existieren da möglicherweise. Ich einen Maus-Jiggler benutze, das heißt also, ich schließe da eine Maus kurzzeitig oder einen Maus-Simulator sozusagen an das Notebook oder an den PC eben an. Der bewegt immer die Maus und verhindert, dass eine Bildschirmsperre irgendwie auftaucht. Ja? Und ich gehe solch einen Wieselweg sozusagen, dass ich dann mein Medium eben im entsperrten Zustand irgendwann eben auch auf einer anderen Ebene eben sicher. Dann mache ich nicht eine 1:1 Kopie vermutlich, sondern trage tatsächlich die entschlüsselten Daten eben erstmal raus. Es ist klar, mit dem Ansatz von vor 20 Jahren, wir brauchen unbedingt eine Prüfsumme über dieses gesamte Gebilde, was wir da kopieren, kommen wir dann nicht mehr hin. Wir verändern diesen Rechner dann. Wir installieren darauf ein extra Programm oder führen es zumindest aus, eben, um die Datenstrukturen dann rausretten zu können. Also ich will so ein bisschen auf den Ansatz hinaus, ja, wäre schön, wenn ich abgeschaltete Datenträger habe, ne, dass ich 1:1 Kopien machen könnte, aber in der Praxis werde ich heutzutage ganz häufig Datenbestände haben, die ich erstmal als Forensiker einsammle und danach mit einer Prüfsumme versehe. Dann kann ich immer noch dem Richter sagen, schau mal, am 1.1. habe ich diesen Datenträger bekommen, da habe ich eine Prüfsumme darüber gemacht, bei der Erzeugung stimmt das nicht irgendwie überein mit der ursprünglichen Prüfsumme, aber die nächsten Monate, wo ich weiter analysiert habe, hat sich dieser Inhalt eben tatsächlich nicht mehr weiter verändert. Das kann ich dann nur noch belegen. Und das reicht dann eben, wie ich schon sagte. Freie Beweisanschauung. Ne? Kann dann passen. Moment. Ja, genau. Also das Sicherstellen der Medien, klar, im ersten Ansatz dachte man eben abgeschaltete PCs, der Drucker, der auch ausgeschaltet wäre mit der großen normalen Festplatte, ja, da gehe ich auch davon aus, dass ich ihn eher abgeschaltet auch vorfinden werde schon. Da werde ich auch keine Live-Analyse machen, weil die Druckaufträge eben in den letzten Monaten gelaufen sind. Was da auf dem Datenträger drauf ist, das interessiert mich zwar, das wird aber wahrscheinlich, also die ultimative Straftat wird ja nicht gerade 5 Minuten, bevor mir dieser Datenträger in die Finger fällt, eben auch vorliegen. Das heißt also, mich interessieren sehr wohl historische Daten eben auch. Bietet dann eben an, eine Festplatte oder eine SSD eben auch von abgeschalteten PCs grundsätzlich mitzunehmen natürlich. Also
klar, was man erstmal hat, ne? So, genau. Es gehört zu dieser Methode eben auch drin, eindeutig authentische Kopien zu ziehen. Werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen eben. Aber eben auch Replikation von Online-Datenspeichern. Da würden wir mit aufgreifen, sicherlich, was Sie noch angesprochen hätten, Cloud-Dienste allgemein, na, Natur eben, Datenbestände, die gar nicht in der Firma direkt physisch jetzt eben vorliegen. Ja, die will ich natürlich auch mit einsammeln. Na klar, ne? Also wir haben durchaus als IT-Forensiker wahrgenommen, dass die Welt heutzutage sehr verteilt ist. Natürlich auch diese Datenbestände möchte ich haben. Und da geht eben auch eine ganze Menge. Es gibt Auftragsdatenverarbeitung. Da hilft uns auch übrigens eine Datenschutzgesetzgebung wieder. Wenn Datenbestände bei Externen gelagert sind, ich biete Ihnen mal an, ein IMAP, E-Mail-Konto, was zugreifbar ist, was aber nicht in der Firma eben natürlich direkt aufläuft, sondern ja, Azure Cloud jetzt eben gefunden, aber auch genauso eben mit eigenen Maßnahmen eben in öffentlichen Servern, dann gibt es halt ein Rechenzentrum wiederum, was Mitarbeiter hat, die diesen Server eben mit betreuen können und auf diesen Server zugreifen können. Und auf den kann ich natürlich auch zugehen. Da hilft mir, dass Auftragsdatenverarbeitung systematisch eigentlich auch bedeutet, dass der aktuelle Geschäftsführer von der aktuellen Firma eben auch darauf Durchgriffsrechte hat. Also diese Daten, die mir als Forensiker, als Externen erstmal nicht zustehen, stehen sehr wohl auch dem aktuellen Besitzer sozusagen dieser Firma dann zu. Und insofern kann der Besitzer halt rantreten und sagen, ja, jetzt gib mir mal nicht mehr nur, wir haben Auftragsdatenverarbeitung verabredet, das heißt also Aufheben von den E-Mails, jetzt gib mir mal nicht nur die E-Mails, sondern bitte auch die Protokolle, wann die E-Mails reingekommen sind. So. Da gibt es Durchgriffsrechte, die da einfach mit entstehen, dadurch, dass derjenige, der Auftragsdatenverarbeitung macht, noch bevor ich als Forensiker drauf gucke, eben der eine Sicherungspflicht hat, eben seine Protokolle eben auch tatsächlich für nicht nur für den Sonderfall aufheben muss, sondern auch für den Normalfall aufheben muss, dass er zum Beispiel E-Mails wiederherstellen muss. Ja, und das mache ich mir einfach zunutze und greife ebenfalls auf solche Bestände dann eben zu. Das gibt es hier. Das ist hier gemeint mit dem Zusammenwirken mit Dritten. Man erwirkt dann entsprechende Beschlüsse und kann dann eben auf solche Strukturen eben auch zugreifen. Ich biete auch mal an, weil das bei mir relativ häufig kommt, Buchhaltungssoftware haben Sie auch längst eben in der Cloud angeboten. Software as a Service eben. Ja? Da kann ich an den Buchhaltungssoftwarehersteller einfach herantreten und sagen, was hast du denn an Metadaten noch? Also nicht nur die Überweisungen haben stattgefunden, sondern wann wurden die Überweisungen von wem eingestellt? Eine Mandantenfähigkeit wird da vorausgesetzt. Das heißt also, die Firma, die die Buchhaltungssoftware erzeugt, die weiß davon, ja. Welcher Mitarbeiter da gerade dran saß und kann mir das eben entsprechend in besonderen Berichten eben auch ausgeben. Ja, hier wird das am fragwürdigsten. Weiterbetrieb der IT-Systeme zur Live-Analyse könnte man machen. Also wenn wir den Ausgangspunkt hatten, wir können von dem toten Datenträger eine Prüfsumme irgendwie ziehen, jetzt machen wir was völlig anderes irgendwie. Nicht? Das ist ein ganz weiter Bereich. Jetzt betreibe ich, einen Fall gab es da auch ganz real eben, habe ich jetzt auch gerade noch so vor Augen, ich versuche den mal allgemein zu formulieren. Ein Shop-Betreiber hat illegale Substanzen mit vertrieben und wir wollten eben tatsächlich nicht nur die historischen Daten, wem hat er die eben verkauft, sondern auch den Weiterbetrieb tatsächlich noch, zumindest in diesem Augenblick noch unterstützen. Da sind Daten entstanden, dadurch, dass wir einfach nur einen vorhandenen Server praktisch jetzt geordnet weiter betrieben haben, dann natürlich perfektes Logging machen können, das uns entsprechend einrichten können und da zusätzliche Daten sammeln können. Und dann ging es halt im Ergebnis eben nicht nur gegen den Verkäufer, sondern eben auch gegen die Käufer.
Also, natürlich geht das technisch. Ja? Es geht auch rechtlich. Ja, kann man so machen. Und es machen Forensiker. Aber dann bin ich eben nicht bei der, genau, deswegen habe ich das nochmal so rausgegriffen, dann ist der Bereich, das Secure zu nennen bei dem SAP-Modell, natürlich sehr verwegen, weil man eigentlich sagt, ja, das sind ja keine statischen Daten mehr, sondern ich gucke alle 5 Minuten wieder drauf, erzeuge mir wieder meine Logdateien, hole den Datenbestand da entsprechend raus, ne? Ich bediene eine Datenbank im Ergebnis. So, Analyze, zweite Phase, normalerweise und so klassisch eben in diesem SAP-Modell gedacht. Ich habe zum Beispiel meine toten Datenträger tatsächlich, die Festplatten eben, jetzt repliziert. Ich gucke auch auf diese typischen, die halt unverschlüsselt jetzt eben da liegen, wie auch immer diese Medien zu mir gekommen sind. Jetzt schaue ich da drauf, was kann ich dazu eigentlich sagen? Was ich sagen werde können, ganz klassisch, ist, was ist mit diesem Medium gemacht worden? Also, wann wurde ein weiteres Doc-Dokument draufkopiert oder erzeugt? Von wem wurde es draufkopiert? Es kommt da auf die Metadaten jetzt ganz massiv an. Ich werde zu jedem, bei typischen Dateisystemen eben, mehr wissen als der normale Windows-Anwender. Der normale Windows-Anwender weiß, dass da ein Datum, ein Timestamp eben steht, was im Filesystem drin steht, wann dieses Dokument eben erzeugt wurde. Ich werde auf alle Fälle auch wissen, wann es zuletzt verändert wurde. Ich werde auch in Erfahrung bringen können, wann es zuletzt gelesen wurde, mit einiger Wahrscheinlichkeit. Einfach weil der Normalbetrieb mehr Daten verursacht. Und daran hangel ich mich jetzt mal ganz massiv entlang. Also als IT-Forensiker schaue ich drauf beim Analysieren, wie steht das Ganze im zeitlichen Zusammenhang, da erzeuge ich Timelines. Was wurde mit den einzelnen Dokumenten möglicherweise gemacht? Und das geht runter bis auf die Strukturen der einzelnen Filesysteme. Die helfen mir dabei. Die sammeln automatisch Metadaten und im Betrieb sozusagen auch ganz zwangsläufig noch weitere Metadaten, nämlich wie werden diese Dateien auch überschrieben? Das Thema Fragmentierung ist an der Stelle äußerst interessant. Über die Dokumente wurden vielleicht neue Dokumente draufkopiert. Die sind aber ein bisschen kleiner gewesen, die neue Kopie. Dann ist ein Stückchen übrig geblieben. Dieses Stückchen, das kann ich mir wieder angucken, des veralteten Dings eben so. Ne? Da sind wir ganz klassisch in dem, was IT-Forensik früher auch schon immer gemacht hat, dass sie halt die Datenträger nicht nur nach intakten Dokumenten durchsucht hat, sondern, haben Sie sicherlich vor Augen, eben nach gelöschten Dokumenten eben nachvollzogen haben, die wiedergefunden haben. Da gibt es sogenannte Carving-Werkzeuge, also ich wühle mich einmal durch diese gesamte Plattenoberfläche, ich suche auch halbe Dokumente und versuche in den halben Dokumenten eben auch noch Worte lesen zu können. Das geht, ganz typisch eben. Kommen wir auch bei den Werkzeugen nochmal knapp dazu. Eine Timeline wird aufgeführt und entwickelt. Das heißt, ich kann zum Beispiel alle Dokumente, die ich mit ihrer Prüfsumme wahrgenommen habe, als in der Welt vorkommend, ich stelle mir ein Windows 10 System vor, 90% der Dokumente, die da drauf sind, auch der Binärdateien, kommen eben in der Welt vielfach vor. Die kann ich wegschmeißen. Symbolisch wegschmeißen. Ne? Übrig bleiben die Dokumente, die tatsächlich durch den Betrieb entstanden sind, Word-Dokumente, PowerPoint, Sachen, die eben nicht in der Welt vielfach vorliegen, sondern die Eigenleistung darstellen. Ja, wo wird die Kriminalität stattgefunden haben? In den Bereichen, wo individuell etwas gemacht wurde. Wahrscheinlich nicht in dem Windows-Update. Ne? So etwas kann ich hier machen. Der Prozess, den habe ich hier jetzt geschildert eben, kann man auch eben wiederholen, bis man die richtigen Tatverläufe eben gefunden hat. Am Ende das Einsammeln auch von OSINT, also aus öffentlichen Quellen womöglich eben mitermitteln, woher diese Dokumente möglicherweise entspringen. Das heißt, ich sammle mir weitere Dinge noch dazu.
Habe ich jetzt die Zeit schon überschritten? Ja, ich bin schon durch. Genau. Völlig den Faden. Ich kann Ihnen ja einfach schenken. Ich komme danach dran. Mein Vortrag ist ein bisschen kürzer. Ja. Wenn das okay ist. Okay, ja. Für mich sehr gerne, wenn das so nur schnell in den Raum rein. Ich bin damit einverstanden, das ist super. Okay, gut. Alles klar. Ja, da müssen wir aber trotzdem drauf achten, dann hätten Sie mal laut rufen müssen. Also ich habe noch ganz viel. Ne? Würde dann fürs Präsent, das ist schnell abgehandelt, halt so tatsächlich, hatte ich schon gesagt, wir müssen es IT-fernen Menschen eben vermitteln, was wir hier eigentlich tun. Das machen wir mit Werkzeugen tatsächlich auch ganz naheliegend, sowas wie LibreOffice oder so. Wenn ich da Open-Source-Werkzeuge jetzt eben den Schwerpunkt darauf lege, dann ist das in dem Augenblick ja eigentlich Basis-Software, die Sie auch ganz gewöhnlich eben anwenden. Dateibetrachter vielleicht noch im Einzelfall, wenn ich ein seltsames Bildformat zum Beispiel habe, würde sich sowas dann anbieten. Aber da ist wiederum Linux eben problemlos mit drin, Open-Source problemlos mit drin eben, dass ich dafür Standardwerkzeuge eben benutze. Die Folie werde ich jetzt überspringen. Switch-Ablaufbeschreibungen. Man kann Hierarchien aufstellen und sagen eben, ich muss zuerst den Arbeitsspeicher eines Büro-PCs rauskopieren. Weil wenn ich den abgeschaltet habe, dann komme ich nicht mehr dran. Das war die Forderung hier vorne eben auch. Ne? Wenn wir verschlüsselte Datenträger haben, wäre das vielleicht auch ein Ansatz, den Arbeitsspeicher erst zu replizieren und danach den toten Datenmassenspeicher sozusagen, die SSD eben zu replizieren. Da gibt es solche Forderungen. Wenn Sie das interessiert, gibt es einen wissenschaftlichen Hintergrund praktisch, dass sich jemand mal Gedanken darüber gemacht hat oder ganze Gruppen eben Gedanken dazu gemacht haben, in welcher Reihenfolge man eigentlich Datenträger eben analysiert, ohne Spuren zu verlieren eben dann auch. Okay, dann überspringe ich das soweit. Jetzt zu der Frage eben, warum Open Source und nicht Closed Source? Da wäre für mich wichtig, dass ich im Einzelfall nachweisen könnte, tatsächlich, dass ich korrekt gearbeitet habe. Das wäre so akademisch gesehen der Hauptgrund, warum man Open Source hier einsetzen würde. Ich kann tatsächlich mit dem Source Code, oder ich könnte hypothetisch, ne, mit dem Source Code nachweisen, was ich eigentlich getan habe, wie ich an meine Spuren rangekommen bin, was ich gefunden habe. Die NIST in Amerika kümmert sich sehr intensiv darum, nachzuweisen eben, dass die Arbeitsmittel, habe ich Ihnen verlinkt in den Quellen, dass die Arbeitsmittel korrekt sind, dass die korrekt arbeiten. Das will ich auch im Einzelfall nachweisen können. Und das bedeutet, auch ein triviales Tool zum Kopieren mit DD, auch dieses triviale Tool, was einfach nur Blöcke von links nach rechts schaufelt, müsste eigentlich, wenn der Richter Zweifel hat, wenn ein gegnerischer Anwalt pfiffig ist, der sagt eben, ja, das ist ja gar nicht glaubwürdig, beim Kopieren ist bestimmt meinem Mandanten etwas untergeschoben worden. Da wäre dann für mich der glückliche Fall, dass ich eben sagen würde, Mensch, das kann eigentlich gar nicht sein, wir haben ja den Source Code, ich habe den nicht vorher schon vorbereitet, aber jetzt in dem Fall entwickle ich das eben dann und werde als Experte gehört, ja, ich habe das mit dem Binary eben DD gemacht, was abgeleitet ist von dem Source Code und in dem Source Code steht nichts drin. Ne? Steht nichts von Unterjubeln, von Malware sozusagen drin oder von bösartigen Dingen oder so. Da an der Stelle würde ich den Vorteil von Open Source ganz klar schon mal sehen. Fehler im Ablauf nachvollziehen zu können, das hat die NIST auch intensiv nachgewiesen, dass die kommerziellen Tools teilweise halt einzelne Beweise nicht gefunden haben. Da kann man immer sagen, natürlich, Software macht immer Fehler auch, völlig klar. Aber die Fehler, die in Open Source drin stecken, die werden eben irgendwann gefunden. Und die sind nachvollziehbar. Und dann kann ich auch tatsächlich den Ablauf nochmal neu machen, wenn mir das zu Gehör kommt eben. Ja? Und das kann ich halt mit Closed Source systematisch zumindest erstmal nicht. Der letzte Aspekt irgendwie,
unabhängig von wirtschaftlichen Zwängen die Wahrheit ermitteln zu können. Naja, wenn Apple unter Druck gesetzt wird, jetzt eben Verschlüsselung von ihren Kunden eben zu durchbrechen, dann wäre ich bei Open Source eben eher in der Lage, ohne teure Lizenzen gekauft zu haben, eben tatsächlich den Datenträger mir vielleicht 5 Jahre später nochmal vorzunehmen, nochmal abzuarbeiten. Eben, ne? Das wäre für mich ein Grund, warum Open Source eben attraktiv wäre. So, und jetzt machen wir aber wirklich Timeout. Genau. Okay, danke. Okay.